Liebe Einwohner und Altbürger, wir sind überwältigt, wie viele Bürger unserem Aufruf gefolgt sind und somit auch dem Aufruf einer Partei. Wenn man die heutige Politikverdrossenheit sieht, die eigentlich eine Politikerverdrossenheit ist, ist das hier ein Achtungszeichen, dass Bürger zu Veranstaltungen der AfD kommen wie zu keiner anderen Partei. Das macht Mut. Unsere Bürger nehmen wieder ihr Schicksal in die Hand. Ruhe, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, das wollt ihr gerne da drüben. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, wurde uns immer eingeredet. Und das funktionierte so lange so gut, wie Politiker noch eine Berufung hatten. Viele Bürger träumen nicht mehr von der Wirtschaftswunder- und Wohlstandsromantik vergangener Jahre. Längst hat sie die Realität geweckt. Eine Realität, die keinen mehr ruhen lässt. Eine Realität, die uns in den letzten 6 Monaten mit epochalen Ereignissen überrannt hat, die sich mit einer dramatischen Dynamik entwickeln. Damit sind unzählige Bürger nicht einverstanden und unterhalten sich darüber auf der Arbeit, in der Kantine, beim Friseur, beim Einkaufen, überall, wo Menschen gerade aufeinandertreffen. Allen ist längst klar, die Politiker haben versagt und falsch gehandelt. Keine Grenzen und keine Obergrenzen zeugen davon. Wir sind das Volk! 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 Keine Grenzen und keine Obergrenzen zeugen davon. Die Politiker sind außer Rand und Band. Mit Durchhalteparolen wie "Wir schaffen das" verlängern die Politdarsteller nur ihre Amtszeit, drücken sich vor der folgenden Verantwortung und türmen die Probleme weiter auf. Probleme, die dann massiv auf unsere Bürger einstürzen und sie bei Silvesterfeiern und bei hoffnungsvoller Begrüßung eines neuen Jahres mehr als nur peinlich berühren. Köln ist überall. Schluss damit. Nur wir Bürger können das beenden und Schlimmeres abwenden. Eine friedliche Unruhe ist jetzt unsere Bürgerpflicht. Sie, wir sind die Mutbürger. Sie sind die Mutbürger. Sie geben dem Schweigen unserer Bevölkerung eine Stimme. Wir schaffen das nicht, was uns Politversager vorgeben. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen genau das und nur das, was wir Bürger wollen. Das hier ist unser Land. Das Land, welches unsere Vorfahren in unsere Verantwortung für unsere Kinder gegeben haben. Wir holen uns unser Land zurück. Es geht schon lange nicht mehr um alles oder nichts, sondern um nichts und das, was zu retten ist. Es geht um nicht weniger als das Schicksal unserer ganzen Nation. Es geht nicht nur um unsere Kinder und eine ferne Zukunft. Wir kennen das, wir haben ja noch Zeit, nächstes Jahr und dann und irgendwann klappt das mit der Rente. Nein, darum geht es nicht nur. Es geht nicht um eine ferne Zukunft, um die man sich in unserer Aufschiebegesellschaft noch später kümmern könnte. Es geht um dein Leben, das Morgen, das Übermorgen und das gerade begonnene Jahr. Einer allein wird sich nicht retten können. Geschichtliche Beben kann man nicht verhindern, aber deren Ausgang gemeinsam beeinflussen. Wir sind hier heute viele und wir werden immer mehr. Das macht Mut. Ich rufe Sie auf, schließen Sie sich uns an. Werden Sie Mitglied, werden Sie Unterstützer, Förderer. Kontaktdaten gibt es überall. Ihr Vorhandensein heute, Ihr Mut hier, das macht Mut. Wir sind das Volk.